So, wir sind hier mal wieder in einem Naturschutzgebiet und zwar ist das hier der Dr. Hermann Menke Park, offenbar auch Bestandteil eines FFH-Gebiets und hier war gerade mal wieder die Forstwirtschaft tätig. Die moderne Forstwirtschaft hat mit Bodenschutz einfach nichts am Hut, wenn ich das mal so sage und ehe ich auf das wunderschöne Naturschutzgebiet hier eingehe. Die Forstwirtschaft holt hier mit einer unmöglichen riesigen Maschine 20 bis 30 Tonnen Gewicht ein paar Fichten raus, ja, sehen. Ja, das ist die Ausbeute und dafür nimmt man diese Bodenschäden in Kauf. Das hat ein derartiges Ausmaß an Lieblosigkeit, dass jemand, der früher mal das Bild eines Försters als Wald- und Lebensgemeinschaft liebenden Menschen kennenlernen konnte, das hat einfach da keinen Widerhall. Das scheint vergangen zu sein. Ja, hier wird also einfach gefahren. Man kann natürlich sagen, gut, der ist hier halb auf dem Weg geblieben. Aber er ist auch da oben einfach in den Wald reingefahren. Und zum Glück ist er aber dann hier nicht beliebig weiter ins Naturschutzgebiet gefahren. Aber eben doch auch ein Stück. Und dafür würde man zwei Personen brauchen, die diese paar Fichten fällen. Und dann stellt sich hier unten eine Maschine hin mit einem Seilzug und holt die da raus. Stattdessen haben wir hier eine Panzertrasse. Der fährt mit Rädern ohne Ketten. Aber trotzdem ist das ein absolutes Maltretat. Ja, sehr bedauerlich. Aber wir sind ja hier in einem Naturschutzgebiet und sehen uns an, wie schön das ist. Wir lassen jetzt mal die Güllewiese im Hintergrund weg. Diese verdichteten Wiesen der modernen Landwirtschaft und sehen uns einfach nur das an. Es wurde mir berichtet, hier würde auch abgeplackt worden sein. Also ein wunderschöner Heidestandort mit mächtigen Wacholdern. Mächtige Wacholder und zugleich alte Weidkiefern. Und das ist eine Landschaft, wenn wir da als Menschen so einfach mal durchgehen und die violetten Täublinge sehen beispielsweise und Ziegenlippen und Parasolpilze, dann sehen wir eine alte Weidelandschaft vor uns. Und diesen Juniperus, den hat es ja gegeben. Das ist eine Urpflanze. Das heißt, wir dürfen uns vorstellen, wie in dieser Weidelandschaft einst, gehen wir jetzt mal 4000, 5000 vor Christus zurück. Im Hintergrund ist die Hohe Acht. Wenn wir so weit zurückgehen, dann haben wir den Menschen in der Landschaft mit großen Weidetieren, Pferde, Wildesel, Wisente, Auerochsen. Und die haben die Landschaft so offen gehalten. Es muss nicht immer so offen gehalten werden, dass nur noch zwei Bäume auf 10 Hektar stehen. Es kann viel mehr Gebüsch da sein. Das Ganze wechselt aber. Die Landschaft variiert. Nur das, was wir hier vorfinden, auch die Gemeinschaft mit dem Wacholderbock und dem kleinen Borkenkäfer, einem Kryptürgus, der dafür sorgt, dass die Wacholder manchmal etwas braun werden. Das sind einfach Urtiere. Also wir sehen hier wirklich in eine Naturlandschaft hinein. Für die menschliche Siedlung hervorragend. Wir brauchen uns also nicht vorstellen, dass der Mensch erst einen Wald roden musste. Wie sollte der flächendeckend entstehen, wenn Menschen und diese großen Weidetiere von Anfang an, seit Beginn der Eiszeit hier, in diese zunächst als Tundra anzusprechende Landschaft eingewandert sind. Da konnten wir unsere Siedlungen machen, da konnten wir mit einfachen Geräten die Bäume unter Kontrolle halten und wir hatten
das Schlaraffenland, denn die großen Weidetiere konnten die Menschen ernähren. Über 100 Hektar groß ist das Gebiet und eines der Kleinodien der Eifel. Das sind Wacholderbüsche von 5 bis 6 Meter Höhe. Eine Naturlandschaft. Zugleich eine Kulturlandschaft durch die Beweidung mit Schafen. Aber der Unterschied dürfte null sein. Das Hutewald-Paradoxon kann einem dabei wieder einfallen. Dass eine Landschaft, die so stark von Menschen geprägt und kultiviert wurde, der Naturlandschaft so unglaublich ähnlich oder auch übereinstimmend sein kann. Es gibt ja hier auch Eichbäume dann, nicht, wie wir hier sehen. Und sie müssten einfach nur noch ein bisschen älter werden, aber die alten Eichen sind ja überall in Europa gefällt worden, die Urwälder Europas sind infolge der flächendeckenden Forstwirtschaft sämtlich verschwunden. Der Verlust der Urwälder geht tatsächlich auf die mehr oder minder flächendeckende Forstwirtschaft zurück. Da besteht ein gewisser Nachholbedarf, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich denke, der wird in den nächsten Jahrzehnten auch erfüllt werden. Dann dürfen Landschaften wieder Wiesente haben, vor allem erstmal die Nationalparke. Da gehören die Wiesente auf jeden Fall schon mal freigelassen. Und dann werden wir auch sehen, was es mit der Rotbuche als vermeintlicher flächendeckender, hallenwaldartig strukturierender Urwaldbaumart auf sich hat. Möglicherweise ziemlich wenig. Ja, wir sind hier immer noch an diesem wunderbaren Naturschutzgebiet, diesem Silikatmagerrasen mit Heidekraut und Wacholder. Und zu solchen Beständen kann man doch auch einfach mal fragen, müssen die eigentlich wirklich alle noch geerntet werden? Also muss der Boden offengestellt werden? Wäre es nicht im Sinne der Kohlenstoffrückhaltung im Wald, wenn jetzt schon das Thema Klima ständig hochgehalten wird, da wäre es doch viel sinnvoller, dieses Holz im Wald verrotten zu lassen. Also man holt natürlich ein paar gute Stämme raus, warum auch nicht, ja. Aber man kann doch vieles einfach drin lassen und auf gar keinen Fall freistellen. Diese riesigen Kalamitätenflächen, die wir in Ostwestfalen zum Beispiel haben oder in Nordhessen, da werden die Flächen kahlgeschlagen, da wird mit mächtigen Maschinen der Boden malträtiert und plattgewalzt, regelrecht flächig. Und dann wird wieder was gepflanzt, aber es wäre doch viel besser, die Natur dort die Verjüngung übernehmen zu lassen. Das kann die Natur viel besser, wenn schon vorher die Forstleute, ich bedauere das sagen zu müssen, ein absolut defizitäres Sortiment da gepflanzt haben, gegen die standortheimische Anforderung. Das muss man uns mal erklären. Aber ich denke, Forstwirtschaft hat in Deutschland eine große Änderungsphase vor sich und wir gehen gerade mitten in diese hinein. Leipziger Auwald, Fichtenanbau, Rotbuchenanbau, das vermeintliche Waldsterben an verschiedenen Stellen, die Zerstörung des Humus auch auf den im Mittel 20% Wald Deutschlands. 20 Flächenprozente Deutschlands sind Wald und zeigen massive Humusverluste. Wie lange wollen wir dem eigentlich noch zusehen?